Willkommen zurück. My father and son. Play for fun. Und na klar, jetzt wird er ungestreichelt. Wir wollen ja auch, dass Heinrich sich freut hier. So. Und erst dann gucken wir, was heute so anliegt. Oh, okay, ein Geschäft in Valentine besucht. Das kriegen wir in Kondor gerupft. Ja, gut. Rebhuhnbeere gesammelt. Ah, Schreikraniche gerupft. Das sind so Fleißaufgaben. Die lassen wir vielleicht. So, gesuchte Person mit Verfolgungsfall markiert. Steckbrief von Lemon abgeliefert. Zwei Stück. Und Kopfgeld mit einem Truppmitglied. Das wird nix. So, Kadaver. Da ist es wieder. 20 Stück in 10 Minuten. Sechs perfekte und zwei Versorgungsmissionen. Fossilien finden, Landkarte benutzen, drei Stück und Münzen finden. 2 Minuten lang mit der Band gespielt. Oh, selbst einheben und Einrichtung ändern. Das kann man ja alles fix machen. Legendäre Tiere fotografiert und das Zähigkeitstonikum nehmen. Dann düsen wir erst in die kalte Ecke, damit die Wirkung von dem Tonikum auch schnell nachlässt. Apropos Wirkung. Ich habe mir immer ein koffeinhaltiges Heißgetränk dabei genommen. Bin heute auch nicht so spät dran wie gestern. Und dann, ach so, ich habe ja noch Landkarten offen hier. Okay, da müssen wir hin. Ja. Und nach Wellental müssen wir ja eh. Höre ich da etwa? War wieder was mit Fotografieren? Kann man das ja nicht merken. Legendäres Tier fotografiert. Ja, sieh ja. Also, erstmal das. Dann nehmen wir sicherheitshalber ein Tarntonikum. Kamera raus. Jetzt hier vorsichtig anschleichen. Das ist der Kollege. Da ist er. Ist das ja schon mal erledigt. Denn was sollten wir sonst noch machen? 24 Stunden hat hier getötet. Das wird nix. Mal versuchen, den zu kriegen hier. Das mache ich ja so gerne. Richtung, in die der läuft, die ist doch gut hier, oder? Da kommt er doch nicht weg. Ich wollte gerade sagen, weg kann er nicht. Ja, hier zwischen den Bäumen, das kann ich ja richtig gut. Doch nicht. Ja, aufgeben gilt ja auch nicht, ne? Nicht mal dann treffe ich hier. Ich sollte vielleicht den Kaffee demnächst erst austrinken.
nicht mal langsamer werden hier? So. So, wir haben ja gar nicht gecheckt, ob hier was ist. Aber das sollten wir vielleicht nochmal eben machen. Ich habe überhaupt keine zu hier. Ach, das gibt's doch nicht. Was ein Stress direkt nach Feierabend hier. Ich glaube, ich muss sowieso nachher erstmal eine Auslieferung fahren, oder? Das ist mit Spenden- und Versorgungsmission ein bisschen schwierig. Ich kann hier so ganz schlecht was liegen lassen. Und Gold haben wir ja eigentlich genug, ne? Schnell hier die Ecken checken, na? Oh, 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 oh. Ist da etwa irgendein Event hier? Da qualmt doch. Ah, seht ihr das? Was soll denn der Quatsch? Was ist das? Für eine Aktion hier. Bleibt mal locker. Wollte ja eigentlich noch ein bisschen plündern hier. Ganz entspannt, Kollege. Ja, wir müssen hier erst plündern, das hilft nichts. Und da hat irgendwie der Controller vibriert, da ist auch noch irgendwas in der Hütte. Schon mal ein Wildblümchen hier. Und dann können wir die gefesselte Person bestimmt noch irgendwo hinbringen. Ah, das geht ja gar nicht. Ich habe ja hinten den Marmorfuchs drauf. Will you help me? I just want to get out of here. Nein, 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 hier müssen hier nichts. Das brauche ich hier.
headed to a ranch house northeast of here. The Adlers. Maybe she made it there already? Ja, komm. Ja, dann müssen wir nämlich den Marmorfuchs hier erst runternehmen. Weil sonst können wir die Dame gar nicht mitnehmen. Aber dann nehmen wir wenigstens das Fell mit. So. Ja, zu den Adlers ist es ja nicht so weit, ne? Nee, niemand in der Kälte. Wie kalt ist es überhaupt? Minus 14 Grad. Können wir ja niemanden zurücklassen, oder? Oh, 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 oh. Und ich denke, hier kommen gleich noch ein paar Gegner. Die werden uns bestimmt nicht so davon kommen lassen. Da. Ist ja alles gut, wir sind ja da. Dann hoffe ich mal, dass wir von hier hinten eine Schnellreise machen können. Sonst zieht sich das aber hier wie Kaugummi, glaube ich. Wegstecken. Denn ich denke, hier taucht jetzt keiner mehr auf. Ne? Oh, please, please don't leave me. What if they come back? Please. So, erledigt der Fall. Gut, für die 0,08 oder was das da war. Da macht man es bestimmt nicht, ne? Perfekt. So, dann mal eben erst zurück zum Lager, gucken, was da los ist. Da. Wir müssen ausliefern. Ja, komm, dann. Machen wir das mal eben. All right, my friend. Time to make some money. There's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times. Kohle ist immer gut. Miracle, I've got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for you. Kohle ist immer gut. Noch will der Wagen nicht so, wie ich das will. Ah, jetzt aber. Auch schon mal die Knarre rausholen. Thank you.
Und so weit ist es ja Gott sei Dank nicht. Also auf Kopfgeldjäger, ne? Da habe ich auch überhaupt gar keinen Bock. Dann kann es eigentlich auch nicht lange dauern, dass wir die Versorgungsmissionen fahren müssen. Dann muss der Kollege erst ein bisschen was abarbeiten. Was ist da wieder ein Schwarzmeer? Also ein bisschen was abarbeiten, damit wir überhaupt die ganzen Tierkadaver da spenden können. Ah, da höre ich die Ballerei doch schon. Nehmen wir die Flinte. Oh, jetzt kommen sie aber. Nehmen wir einmal. Immer in Bewegung bleiben. Die anderen auch mal beilegen hier. So, komm, haut rein. Und dann hoffen wir mal, dass sie wieder genug dabei haben hier. Ja, da geht's schon weiter. Muss man ehrlich sein, ne? Das Plündern lief ja bis jetzt ganz gut hier. Geht hier nicht. Ach, wo ich gerade hier bin, ne? Mal eben kurz hier prüfen, ob hier was... Nee. Da ist aber nichts. Nee, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Nach Valentine sollten wir, ne? Ja, für $3 kann man das mal eben machen. Und dann... Da ist es. Müssen wir da hin. Was war heute sammlertechnisch überhaupt zu finden hier? Ah, Fossilien, das war's. Aber wir müssen mal eben
Geschäft besuchen hier, ne? So. Da muss man dann nur zügig dran vorbeireiten. Schade. Ich hatte gehofft, dass hier eine Münze ist. So, das nehmen wir auch schon mal mit hier. Das Kärtchen. Da ist nichts, was wir mitnehmen können. Au, da seht ihr schon, der Kollege. Hat nichts zu tun. Ja, dann. Er ist wieder ab. Oh, hier geht's nicht. Ab nach Hause. Achso, das ist eine Schlange. Das ist ja egal. Dann machen wir jetzt erst eben die Versorgungsmission. Was weitergeht. Nach Strawberry. We're in business. Was ist jetzt passiert? Das war ja ein bisschen merkwürdig. Okay, don't ask me how I know this, but some of our fellow traders are having some transportation difficulties, stranded at the mercy of brigands and outlaws. So we can play nice or we can play smart. And you aren't very good at playing nice. Gut, wenn er das so sagt. Kann ich jetzt eigentlich noch was essen, oder? Nee. Sollte ich nämlich nachher auch mal machen. So, was haben wir denn sonst noch für Munition hier? Express, ist auch gut. Da etwa ein Gesuchter dabei? Wer ist der Gesuchte? Ist er das? Ja, er ist das. Spielt aber keine Rolle. Weil wir haben ja was anderes vor. Das war ja super. Zählt nämlich trotzdem, so wie es aussieht. Oh, hier noch mehr Agenten hier.
Meine Fähigkeitskarte ist ja, dass ich vom Pferd aus mehr Schaden mache. Also, bleiben wir mal sitzen. Da kommen doch noch zwei. Und ihr seht um die Zeit, wir haben Zeit satt. Dann können wir noch ein bisschen was sammeln hier. Da liegt da nur einer, sind doch gar keine zwei hier. Mensch, das läuft ja heute hier. Tipptopp. Und dass es hier auch gerade hier die Nummer mit dem Verfolgungsfall wohl geklappt hat. Ist ja noch besser. Da kommen noch zwei von hinten, die Agenten habt ihr gesehen, aber da zieht man einfach durch. Die sieht man dann so schnell nicht wieder. Ja, das finde ich aber auch. So, was sagt überhaupt die Zeit? Knapp 28 Minuten. Dann könnten wir ja mal eben gucken, ob wir da hinten ein paar Rehbrombeeren finden. Aber wir checken mal eben. Also, es sieht so aus, als ob wir noch gar nicht viel geschafft haben, ne? Eins. Aber. Das Zähigkeitstonikum, das nehmen wir später. Schwarzbrenner, da spielen wir jetzt nicht mit der Band, aber wir trinken mal eben ein und ändern mal eben die Einrichtung. Sammler, klar, da ist noch nichts passiert. Händler, das mit den Tierchen, das schaffen wir nachher. Und Kopfgeldjäger, da ist es, die Hälfte haben wir. Also die Hälfte von der einen Aufgabe. Im Prinzip nur viel vorbereitet, ne? Taschenvögel. Ich aber auch schlecht gegen das Licht. Na, nicht so pralle hier. Ja, ist auch wurscht. Können wir uns auch nicht mit aufhalten. Wir checken mal eben, ob wir da Rehbrombeere finden. Ist er da irgendwo da hinten an der Hütte? Da hätten wir eine schöne Mission wieder, eine Aufgabe. Das lassen wir aber hier irgendwo, meine ich, wächst das Zeug doch schon, oder? Ackerminze. So, da haben wir doch schon mal welche. Von dem Zeug. Okay, das ist hier so Ginseng-Gebumsel. Das. Ich meine hier hinten irgendwo. Irgendwo. Das kann sich aber auch keiner merken, finde ich, ne? Noch mehr von dem Zeug hier. So, da haben wir noch eine.
Und noch eine. Noch ein paar Tiere für die Tasche. Und dann düsen wir mal eben. Wenn es geht, hätte ich beinahe gesagt, nach Strawberry. Wir gucken aber mal eben, wo müssen wir hin. Ja, genau. Gut, das Hörnchen nehmen wir auch noch mit, ne? Mal hier die verdächtigen Stellen checken. Gar nichts. Aber Taschenvögel. Dass wir gleich die 20 Spenden auch gut zusammen haben hier. 10 Minuten. Scheint auch nichts zu sein. Auch nicht. Aber hier. Pferdchen kommen. Dann checken wir eben hier die klassischen Stellen. Das gibt's doch nicht, hier muss doch heute was sein. Also das ist so unglaublich. Hier in der Flussbie. Ah, wenigstens etwas.
sehr, sehr merkwürdig. Nun gut. Kann ich überhaupt eine Schnellreise hier nach Strawberry machen? Von hier aus? Nee. Zu nah dran. Dann erst hierhin. Was soll's denn? Also eben die Einrichtung ändern, was trinken, ab nach Strawberry. Dann machen wir noch ein paar Sammelkarten auf hier. What do you need? So, Bardekor. Dann eben hier was trinken. Ja. Das ist jetzt egal. Da müssen wir heute nichts wegbringen. Oh, genau 5000. 5.595 Goldbarren. Halleluja. Ja, 5.000 wären Knüller. Ja, aber selbst knapp 600 braucht man kaum. So, jetzt aber. Da ist es. Ich denke, das liegt hier im Hotel. Wenn es nicht hier ist, ist es hier in der Truhe. So, jetzt aber. Karte abgearbeitet. Dann reisen wir jetzt mal in die ganz heiße Ecke. Denn ich glaube, das Zähigkeitstonikum, da lässt die Wirkung irgendwann nach. Dann öffnen wir da mal eben die Karte. Für Fossilien, denke ich. Müssen ja insgesamt sowieso drei Karten öffnen. Denn wir haben ja nur noch knapp 20 Minuten. Denn mehr als eine Stunde aufnehmen geht ja nicht. So, Landkarten für Fossilien. Und da ist übrigens die Madame. Für alle, die es wissen wollen. Also, erst dahin, dann dahin, dann dahin. Na? Schon wieder vergessen, Schreikranich oder keine Ahnung, was man da wieder rupfen sollte. Ich habe den selbstgebrannten da gesoffen, ne? Trotzdem ziehen wir uns mal warm an. Habe ich keine warmen Sachen dabei?
jetzt hier? Ja, woraus das besteht, ist das Shit egal. Ja, gut, sonst muss ich ja noch einmal in die kalte Ecke. Sachen gar nicht mehr dabei. Irgendwo hier muss es doch sein. Die nächste Markierung. Oh, 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 oh. Das lassen wir aber trotzdem nicht hier, ne? Weiter geht's. So, so querfällt ein, das lasse ich vielleicht besser, hm? Ich denke. Da ist ein Sammlerstück. Ach da. Hier in dem Brackwasser. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Was hat denn hier? Schon mal die nächste Markierung setzen. Ach da. Da habe ich schon mal, glaube ich, ein bisschen länger gesucht. Da hört man schon wieder die schöne Musik von der Madame. Dann ist die Frage, wo suchen wir nach den Münzen?
Vielleicht im Bereich der Emerald Ranch. Mal schauen. Ach, da ist es doch schon, super. Dann geht's ja. Ich würde sagen, wir prüfen das mal hier. Irgendwo Münzen finden. Ach Mensch, hier liegt direkt eine Karte. Oh nee. Da komme ich doch gefühlt her. Okay, gut. Valentine, das da unten. Ja, dann. Ja, das ist natürlich Mist. Es hätte so einfach sein können, ne? Das fährt hier nicht. Was macht er denn? Ja, dann. Wieder $4. Ach, was soll's. Ja, uns rennt die Zeit davon, ne? 48 Minuten. Das wird ein knappes Ding hier. Denn... wir haben ja quasi nichts geschafft. Das meiste nur zur Hälfte vorbereitet hier. Naja, aber ihr wisst ja dann, ne? Die 9 sind machbar. Okay. Was ist jetzt hier? Was ist das denn? Und wenn die Stunde voll ist, dann hören wir euch hier einfach auf. Ja. Dann kann ich das schon mal hochladen. Den Rest kann ich ja auch nachholen. Später nochmal in die kalte Ecke. Ach ja, hier habe ich jetzt bestimmt keinen Bock drauf. Also wie gesagt, später nochmal in die kalte Ecke. Dann muss ich ja nur noch einen Flüchtigen finden. Den Verfolgungsfall da rein. Ist das auch erledigt. 2 Minuten mit der Band spielen. Das ist ja sowieso jetzt, sagen wir mal, langweilig will ich nicht sagen, aber es gibt Interessanteres. Und ganz ehrlich, wenn hier eine Karte liegt, da kann ich doch nicht dran vorbeireiten.
top. Okay. Dann kann ich schon mal die nächste Markierung setzen. Da wollen wir hin. Was ist denn jetzt? Da ist es. Oh, oh, oh. War jetzt was, oder? Ja, klar. Kann ich da auch nicht dran vorbeireiten. Die Bulle hier. Die lassen wir doch nicht stehen. Da ist auch noch was. Umso besser. Erstmal umziehen hier. Das mag ich ja gar nicht. Ach, das ist hier in eins. Ja, ja, hier in dem Beet ist das. Ja, dann. Oh, Ma. Da reiten wir direkt über die Bahnlinie. Dann schaffen wir das nämlich auch noch. Dem hätte ich beinahe gesagt, ziehen wir mal eben ein. Dann wird es auch Zeit, dass ich mal... Nein. Ich muss mal eben das Pferd füttern, das hilft ja nichts. Ich gebe alles, wie ihr seht. Und Herr Schulze auch. Ja, wie gesagt, nicht sich ans Navi halten. Oh, da seht ihr das Fragezeichen. Der legendäre Hirsch. Da haben wir jetzt aber keine Zeit für. Wir haben nur noch 5 Minuten. Denn die PlayStation nimmt leider nur 60 Minuten auf. Yeah.
Da ist es. So, jetzt machen wir noch irgendeine Karte auf. Ist ja vollkommen egal was. So schlecht verteilt ist es nicht. Aber wir müssen sie ja nicht abarbeiten, wir müssen sie nur öffnen. Jetzt noch eben in die kalte Ecke. Da oben, also jetzt wird es mir eben angezeigt, ne? Zeit läuft. 56, 40. Bei 60 ist Schluss. Gar kein Hütchen. Ich hoffe, der friert jetzt schnell, da ist es schon soweit. Auch erledigt. Ab nach Hause. Zwei Sachen noch. Ich hoffe, da taucht gleich nachher noch eine gesuchte Person auf. Dann kann ich das mit dem Verfolgungsfall noch machen. Jetzt gucken wir mal erstmal. Zwei, da haben wir sechs. Habe ich genug Ratten? Wachteln, irgendwas, sechs, zehn. Ich habe doch sonst immer so viele Ratten. Habe ich die alle schon rausgehauen? Da sind sie doch. Neun. Zehn. 16. Alle nur gut, auch nur gut. Wenn ich jetzt noch, ne, perfekte hätte, 6 Stück. Das habe ich ja letztens, glaube ich, verbummelt. Dann hätte man das auch noch fertig machen können. Aber was soll's. Das nehmen wir jetzt mit. Okay, then. No comment. Erledigt. Also das wäre jetzt ein Traum, ne? Wenn da jetzt noch eben der Dingens auftauchen würde. Eine gesuchte Person, wo ich den Verfolgungsfall noch nutzen könnte. Aber er ist leider nicht da. Und ja, mir läuft die Zeit davon. Oder jetzt eben noch 2 Minuten mit der Band spielen. Kann man alles machen. Dann sind die neuen Rollenherausforderungen erledigt. Es geht zurück zum Lager. Wir machen Schluss für heute. Ich hole das später nach, aber dann kann ich für euch das Ganze schon mal hochladen. Und dann könnt ihr euch das schon mal in Ruhe angucken. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.